Jetzt habe ich natürlich total den Faden verloren. Scheiße. Hey Leute, long time no see. Heute geht ums Fangirl sein oder Fanboy sein geht ja auch. Und was heißt das eigentlich? Ich fange mal ganz vorne an. Und zwar geht es um Dinge, die man total liebt, die einem viel bedeuten, die man so in sein Leben integriert hat. Und zwar Fandoms. Fandoms sagt total vielen, die überhaupt keinen Plan davon haben, gar nichts. Und zwar sind Fandoms zum Beispiel, also so ein Kreis von Leuten, die was toll finden. Zum Beispiel Harry Potter. Oder Star Wars, oder Herr der Ringe, oder Doctor Who, ja, so Dinge, Breaking Bad, NCIS, The Mentalist, alles. Wenn man Fangirl ist, dann macht man so ein paar irre Dinge, die wahrscheinlich ansonsten niemand nachvollziehen kann. Zum Beispiel, man lässt sich ein Tattoo für sein Fandom stechen. Oder man geht in den 24 Stunden Harry Potter Marathon. Man guckt alle Herr der Ringe Teile extended natürlich hintereinander. Das dauert auch nur 12 Stunden. Man guckt alle NCIS Staffeln an einem Tag nochmal durch. Man guckt alle The Mentalist Staffeln an einem Tag nochmal durch. Man liest alle Bücher nochmal. Auf Deutsch und auf Englisch. Man kauft sich ansonsten eigentlich alles, was dazugehört. Egal ob Artbooks, Spiele oder sonstigen Kram. Ansonsten macht man natürlich eins, das alle anderen zur Weißglut treibt. Man kann immer mit irgendwelchen Dingen aus irgendwelchen Fandoms argumentieren oder bringt einfach sonstige Referenzen dauernd ins Gespräch ein. Da haben die letztens dann zusammengesessen und dann haben die darüber geredet, das ging ja gar nicht. Ja, aber Gips Regel Nummer 1 besagt doch, dass man Verdächtige nie zusammensitzen lassen soll. Oh Mann, ich krieg einfach diese Dose nicht auf. Tippsregel Nummer 9. Hab immer dein Messer dabei. Beliebte Dinge sind natürlich auch anstatt deine Mutter, Luke, ich bin dein Vater. Oder man erklärt Dinge aus Fandoms zu seinem Lebensmotto. Zum Beispiel, nimm was du kannst und gib nichts wieder her. Na, wer erkennt's? Natürlich macht man auch als Fangirl natürlich auch eines gerne. Und zwar sich als seine Lieblingscharaktere zu verkleiden. Ching! Ching! Ja, das waren alte, schlecht gemachte und peinliche Bilder. Man plädiert genauso gerne für sein Fandom wie für andere Fandoms. Man schließt sich mit Fandoms zusammen und dann gibt es Fandoms und Fandoms von Fandoms. Man besucht alle Foren, man besucht alle Internetseiten, alle Wikipedias. Man gründet Wikipedias für Fandoms. Man liked 1000 Seiten auf Facebook, damit man ja dreimal am Tag die 50 gleiche Bilder sehen kann. Und ja, Hauptsache man hat alles aufgesaugt. Was mich interessieren würde, war ich korrekt? War das korrekt? Habe ich Scheiß erzählt oder habe ich keinen Scheiß erzählt? Seid ihr von irgendwas so sehr Fan und habt das so verinnerlicht, dass ihr gar nicht anders könnt, als dauernd darüber zu reden? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht das so und ich glaube, die anderen Leute in meinem Umfeld können das bezeugen, dass ich über bestimmte Dinge einfach nicht die Klappe halten kann. Ja, von was seid ihr denn Fandoms? Was habe ich denn vergessen aufzuzählen? Ich habe wahrscheinlich fast alles vergessen aufzuzählen und habe ungefähr von diesen Ballen so viel aufgezählt. Ja, ungefähr. Ja, und ansonsten lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wenn ihr Bock habt natürlich. Jo, alle Links sind unten in der Beschreibung. Falls ihr nämlich Bock habt, mir mal auf Facebook oder sonst irgendwo zu schreiben, ihr könnt mir natürlich auch twittern. Und jo, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hier ist mein letztes Video verlinkt. Und zwar ging es darum, Gamerin zu sein. Jo. Und ansonsten sage ich mal, tschüss und bis zum nächsten Mal.